Servus Freunde, mein Name ist Sigi Eichhorn und in dem Video gebe ich euch drei Tipps für die perfekte Stegfotografie. Und Tipp Nummer 1, sei der Erste am Spot, also komm nicht zu spät, so wie ich heute. Ja. Wenn ihr zu spät kommt, seid super freundlich zum Fotografen, der schon da steht, und fragt ihn ganz, ganz höflich, ob ihr euch vielleicht für ein Foto mal vordrängeln dürft. Oh, Platz! Zweiter Tipp, nehmt Filter mit, wenn ihr am See den Sonnenaufgang fotografieren wollt. Und es hat zwei Gründe. Mit diesen Fotofiltern oder ND-Filtern könnt ihr Langzeitbelichtungen am See durchführen. Das heißt, die Wasseroberfläche ist schön glatt und man konzentriert sich automatisch viel mehr auf das Hauptmotiv, wie hier in dem Fall auf den Steg. Ich finde, dass diese Bilder viel, viel mehr hermachen und Leute, die wenig mit der Fotografie zu tun haben, wundern sich, wow, wieso ist dieses Wasser so glatt? Und die Bilder schauen einfach geiler aus, wie wenn ihr das Bild mit einer kurzen Belichtungszeit macht. Und wenn wir jetzt bei Filtern sind, sage ich euch, nehmt einen ND-Filter mit, vielleicht zum Sonnenaufgang ein ND64, wenn die Sonne schon etwas höher steht, ein ND1000 und unbedingt ein Verlaufsfilter. Bonus ist ein Polfilter, der ist hier bei mir eingebaut und wenn man am Polfilter dreht, dann könnt ihr das Wasser entspiegeln. Also das heißt, diese weißen Reflexionen von der Sonne auf dem Wasser, die könnt ihr mit einem Polfilter super gut rauszaubern. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, deswegen reicht mir jetzt am Anfang erstmal ein ND64. So, und der Tipp Nummer 3, nehmt einen Weitwinkel mit. Wenn ihr ein 24-70 habt, nehmt es mit. Wenn ihr ein 16-35 habt, nehmt das mit. Ich habe jetzt hier das 16-35 drauf und ich möchte euch mal zeigen, warum fotografiere ich in dem Fall jetzt nicht auf 35 mm. Weil mit 16 mm habt ihr einfach von der Landschaft viel, viel mehr drauf und es Ganze sieht viel, viel, viel schöner aus. Schaut euch das mal an, wie geil dieses Bild aussieht im Vergleich zu 35 mm. Ihr wollt ja was von dem Himmel und von der Landschaft mit drauf haben. Das fokussiere ich hier nochmal kurz vorne an. Mach mal das Bild, dass ihr seht, was ich meine. Ich fokussiere hier die Stegspitze an. Mach das Bild hier auf 10 Sekunden auf einer Blende 8 und ISO 100. Innerhalb von 10 Sekunden werde ich das Wasser hier komplett glätten. Wird ein Top-Bild und wenn ihr euch jetzt fragt, ah, ich habe aber keinen Weitwinkel, was mache ich da, Sigi? Ganz einfach, besorgt euch hier für 10 oder 20 Euro so einen L-Winkel, schraubt den an die Kamera ran und wenn ihr jetzt nur einen 35er habt zum Beispiel oder einen 55er, ist völlig wurscht, baut die Kamera im Hochkantformat auf und macht ein Panorama von der ganzen Szenerie. Um Panorama zu machen, ist auch super, super wichtig, dass ihr im M-Modus fotografiert, dass alle Einstellungen gleich sind. Hier, wo es am hellsten ist, da muss die Belichtung sitzen. Ich bin jetzt hier im M-Modus, sieht alles gut aus. Ich blende mir hier auch nochmal das Histogramm ein. Alles cool. Fokus setzt ihr auch manuell, ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also, ich gehe hier nochmal rein, mein Fokus ist manuell gesetzt. Und zwar klicke ich jetzt hier auf manuell Fokus und dann, um ein Panorama zu machen, dreht ihr einfach die Kamera mal nach links, jetzt hier auf 35 mm. Ich mache das erste Foto. Wichtig ist der manuelle Fokus, dass die Kamera vom Fokus nicht hin und her springt jetzt beim nächsten Bild. Und dann lasst ihr einfach ein Drittel von Bild zu Bild überlappen. Ich zeige euch mal, komm mal hierher. Die Gitterlinie, die habe ich mir auch eingeblendet, die ist auch super wichtig, um ein Drittel hier abzuchecken. Jetzt drehe ich die Kamera. So in etwa. Dann mache ich es jetzt nochmal. Und so mache ich jetzt noch zwei, drei Bilder. 10 Sekunden muss man halt warten, ne? Die Zeit muss da sein. Zack. Jetzt drehe ich die Kamera wieder ein Stückchen. Dass da einfach immer noch ein bisschen Fleisch ist, dass die Software diese Bilder innerhalb von Sekunden zum fertigen Foto zusammensetzen kann. Das zeige ich euch jetzt auch noch mal auf dem Rechner, wie es funktioniert. Das ist ein Klick in Adobe Lightroom. So. Und noch einmal ein letztes Bild. Zack.
Und das waren meine drei Tipps für die Stegfotografie. Somit könnt ihr zu richtig geilen Bildern kommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye bye, euer Sigi.